Hallo und willkommen zurück bei Animal Crossing, meine Lieben. Ah, ich muss mal eben kurz einen Moment rumstehen, weil ich gerade auf die schlaue Idee kam. Ich brauche ja vielleicht meine Listen mit Kram und sowas. Da habe ich voll mitgedacht hier wieder. So, es regnet schon wieder. Warum regnet es eigentlich immer? Es orientiert sich für meinen Geschmack zu sehr am echten Wetter gerade bei mir hier. Ach, dieser Luftballon, herrlich. So, wir gucken mal. Montagmorgen und wir haben natürlich wieder ein bisschen Post. Gucken wir mal, was wir da alles Feines haben. Oh, na, gehst du gut zu deinen Briefen. Böser Cursor. Torso eines T-Rex, okay. Haben wir alles schon, macht aber nichts. Dann ein Trilobit, okay, auch den haben wir schon, mehrfach. Oh, das habe ich gar nicht gelesen, sondern direkt genommen. Ah, wir spoilen uns jetzt, was ist es denn? Ein Dino-Fußabdruck, na spannend. Hier scheinen eine Menge Dinosaurier durchgekommen zu sein. So oft wie wir Fußabdrücke finden. Was haben wir da von Tom Nook? Ein Sonderangebot. Ein Herzchen bei Tisch. Oh ja, toll. Das ist natürlich super schön. Und muss ich, glaube ich, nicht haben. Aber gut. Kleine Schatzsuche, Falle Fünferfeld von 22. Nee, das hatten wir ja gestern gemacht. So, gehen wir mal ein bisschen hier rumgucken. Oh, Unkraut. Wie gut, dass ich hier rumgucken gehe. Haben wir noch Briefpapier eigentlich? Haben wir gar nicht, ne? Ist ja hübsch. Ach ja, den hatten wir ja gestern mal Müll mitgenommen. Dann nehme ich mal Winterpapier. Zum Glück ist es kein Winter mehr. Aber ich mache mir schon mal eben ein bisschen Post fertig. Ist aber ein schönes Papier. Ne? Brauchen tun wir sowieso. Ist ja mittlerweile schon ein Standardsatz bei mir. Und einen machen wir noch. Na, den wirst du wohl. So, dann können wir uns eigentlich noch mehr Briefpapier mitnehmen. Weil, nee, wir brauchen es irgendwann sowieso. Oh, das ist Unkraut. Das will ich natürlich nicht haben. So, ich gehe mal einmal hier unten lang. Ach, guck mal, Unkraut. Bist du gerade aufgewacht und gehst jetzt rein? Okay. Von ganz alleine. Das ist ja mal schick. Hey, die Biggi. Biggi, hallo. Hallo? 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 Nicht. Okay. Biggi hat keinen Bock. Na gut. Muss ich dann wohl mal so hinnehmen. Egal, egal. Es wird ja noch mehr Leute geben. Schauen wir mal. Es ist ja relativ früh heute wieder. Haben wir erst. Was haben wir denn? Genau, kurz vor 10. Da sind sie hoch, alle noch ein bisschen müde. Ich habe da was gesehen, nämlich das da. Und das hätte ich gerne. Ich mag das mit dem Luftballon. Das ist irgendwie eine schöne Abwechslung auf dem Regenschirm. Obwohl der bei dem Wetter natürlich eher passen würde. So, den wieder in die Hand. Und das einmal in den Brief, bitte. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hallo Sita. Hallöchen. Guten Morgen. Ja, es regnet wirklich wie verrückt. Das ist furchtbar. Wenn du vielleicht bis zum Mittag im Bett bleiben möchtest, warum bist du dann hier draußen? Wenn ich mir das nochmal überlege, nee, mache ich vielleicht doch nicht. Doch nicht, okay. Was geht denn bei dir so? Hast du schon vom Möbelladen des rasenden Rainer gehört? Ja, waren wir schon ein paar Mal. Dieser ausgeflippte Typ hat einen riesigen Möbelhandel. Eine zwielichtige Sache, wenn du mich fragst. Er hat manchmal wirklich seltene Stücke, aber oft auch einfach nur alten, langweiligen Plunder. Ja, die ganze Sache erscheint mir schon etwas dubios. Ich fürchte, das wird auch zu Recht so sein, meine Liebe. Ich glaube, dein Eindruck ist da schon ganz richtig, den du da vom lieben Rainer hast. Aber was will man machen, wenn man seltenen Kram möchte, ne? Mein Gott, hier wuchert es ja überall. Was ist denn hier los? Wir spielen doch immer brav jeden Tag. Warum... Eigentlich sollte das doch eher passieren, wenn man mal ein paar Tage nicht spielt. Oh, was zum Ausgraben? Ja. Nehme ich mit. Ja, damit. Fossil, jawohl. Vielen Dank. Nehme ich. Danke, danke. Danke, danke, danke. Ich glaube, bei der Menge an Fossilen, die wir mittlerweile ausgegraben haben hier, hätte ich schon mein eigenes Museum aufmachen können. Dreimal. Zumindest was Fossilien angeht.
gestern im Übrigen ein schönes, einen runden Geburtstag sozusagen verpasst, ne? Mir ist so im Nachhinein aufgefallen, 50 Tage haben wir jetzt schon rum. Das ist jetzt Tag 51 mittlerweile. Entschuldigt, wenn ich mich hier so ein bisschen räuspern muss. Ja, du hast ja fancy Klamotten da vorne. Erstmal verkaufen wir aber natürlich was. Das ist ja ein richtig schöner Standard, der mittlerweile so. Karo-Kachel haben wir da, das kann weg. Kann auch weg, die Fossilien können natürlich weg. Das kann auch weg und der Heizkörper kann weg. 9282, die nehme ich gerne. Vielen Dank. Nein, das war alles. Jupp, machen wir. So, was haben wir da? Oh! Ach schön, ich mag die ja. Ein Schachtisch, oder? Genau. Den hätte ich gerne. Ja, genau, ein Los. Ja. Bis zur Lotterie ist es ja auch gar nicht mehr lange. Manchmal gerade was ganz Feines. Nämlich, jetzt muss ich gucken, wo ist er denn? Kann ich denn nochmal? Ah, da geht das. So, Schachtisch. Da bestelle ich nämlich direkt nochmal ein. Ja. Möchte ich bestellen, danke. Wir bestellen jetzt mal eben kurz ein, zwei Sachen. Weil ich denke mir nämlich, einerseits möchte ich gerne mal mein Haus ein bisschen hübscher einräumen. Wir haben da so viel auf dem Boden rumliegen. Und Schachtische sehen so, ja, die sehen einfach so schön neutral aus, finde ich, ne? Deswegen nehme ich jetzt einfach mal zwei, drei davon. Und dann, ja, also zwei Stück davon, dann kann ich mir die hinten schön in den großen Raum an die Wand stellen. Und ich bestelle mal noch eben zwei weitere Schränke. Ja, möchte ich gerne. Und noch einen. Ja, erzähl du mal. Weil dann kann ich nämlich in den Keller noch welche packen. Wir haben ja zwei Smaragdschränke bisher, zwei Bierenschränke. Aber die sind auch schon ziemlich voll. Da nehme ich mal einfach noch ein paar dabei. Weil so langsam sammeln sich auch die Sachen, die wir dann nicht unbedingt loswerden möchten. Also die ich zumindest nicht loswerden möchte. Wo wir gestern ja zum Beispiel die seltenen Tapeten hier geholt haben. Ne? Solche Sachen halt. Ich meine, der praktische Nutzen zum Beispiel die Lose ist auch nicht zu unterschätzen, bevor man sie nur hinschmeißt. Und so braucht es einfach alles ein bisschen weniger Platz. Gucken wir mal. Ne, den will ich nicht haben. Ach, ich gucke jetzt auch nicht nach Tapeten und sowas. Ist mir jetzt egal. Nee, komm, wir gehen. Ja, vielen Dank. Na gut, ja, gerne. Gerne, bitte, danke, alles. So, ne, dann wie gesagt, dann können wir nämlich da morgen, wenn die Sachen ankommen, mal ein bisschen unsere Bude ein bisschen schöner einrichten. Irgendwie will er nicht größer werden, ne, oder? Vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen mehr Geduld haben. Warten wir das einfach mal ab. Das ist ja auch Unkraut. Also entweder spinne ich oder es wuchert doch heute ein bisschen auffällig mehr. Ich mag mich natürlich aber irren. Hey, der Toni. Na, wie geht's dir, mein Lieber? Hallo, du da. Guten Morgen. Es regnet heute Morgen, aber interessiert es mich? Nein, mich hält so schnell nichts auf. Korall. Du solltest dich von ein paar Tröpfchen auch nicht aufhalten lassen. Korall, niemals. Hey, sag an, was kann ich für dich tun, Redmaker? Mann, du bist immer so motiviert hier. Hey, du da, Redmaker. Es ist an der Zeit für das aufregende Toni-Quiz. Dabei geht es nur um mich. Wenn du richtig antwortest, gebe ich dir einen Preis. Also, los geht's. Ich habe gestern hart trainiert. Riesengewichte. Hunderte von Wiederholungen. Das Ergebnis? Ein schmerzhafter Muskelkater im Bein. So, welches Bein war es? Das linke oder das rechte? Rate mal. Uff, ja, du fragst ja Sachen. Das rechte? Was soll das? Spinnst du? Meine beiden Beine tun mir weh. Oh, warte mal. Haha, tut mir leid. Das war wohl eine Fangfrage. Ehrlich, es tut mir leid. Bitte nimm diesen Verandateppich kostenlos. Oh, cool. Danke. Ja, bist ja, ja. Schön. Toni, ich mag dich. Du bist verwirrt, aber das ist das Liebenswerte bei dir. Da kriegt man einfach mal was geschenkt, weil er sein eigenes Quiz versemmelt. Hey, Bienchen. Hallo. Hallöchen, guten Morgen. Naja, nicht so gut. Nicht? Es hat seit Tagesanbruch in Strömen geregnet. Ganz schön deprimierend, findest du nicht auch? Doch jetzt, wo ich dich getroffen habe, ist es schwer, deprimiert zu bleiben. Ah, Mann, wie so eine Herzensgute hier. Das ist ja herrlich. Plauder mal ein bisschen mit mir. Rasender Rainer ist der Typ, der den Möbelhandel betreibt. Er scheint schon ganz nett zu sein, aber ich traue ihm dennoch nicht.
Er sieht so falsch aus, wenn er redet. Ich sagte, er ist ein Betrüger. Redmaker, sei vorsichtig, wenn du dort einkaufst. Ja. Kann das sein, dass der irgendwie in der Stadt ist, wo ihr alle darüber redet? Kann das vielleicht sein? Wir können ja gleich mal den Wachmeister fragen. Wir könnten noch einmal in der Fundgrube vorbei, ne? Fällt mir gerade so ein. 1000 Sternis, yay. Her damit. So, den wieder in der Hand. Das tue ich mal eben bei uns schön da ins Menü. So, haben wir hier auch was Feines? Sieh, was hast du gemacht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es hat der Annette nicht gefallen. Würde ich mal so behaupten. Hey, die Linda. Guten Morgen. Wenn das nicht Redmaker ist, wohin des Weges an einem so lausigen Tag? An Tagen wie diesen bleibt man am besten zu Hause und geht die Dinge langsam an. Ja, da ist was dran. Also Redmaker, was willst du? Kann ich dir helfen? Meinst du, du könntest mal nachsehen, ob Annette meinen Terminplaner noch braucht? Annette gibt nie irgendetwas zurück, selbst wenn man sagt, dass man es braucht. Ach, ich weiß, es ist lästig, aber du könntest ihn doch sicher für mich abholen. Ja, na klar. Viel Glück, Redmaker, du wirst sicher dein Bestes geben. Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Dann machen wir das doch mal. Können wir ja eher mal hier rumgehen, passt ja. Ach, ich hab's ja gestern schon gesagt, aber die Ohrwürmer verfolgen mich mittlerweile hier. Was ich auch gar nicht schlimm finde, alles sehr sympathische Ohrwürmer. Da bleibe ich einfach mal am Zaun hängen. So, wo ist die Brücke? Da ist die Brücke. Ja, das bauen wir auf dem Rückweg gleich mal aus. Da. Warum schleiche ich hier eigentlich so lang? Können wir auch einmal lange rennen. Ach, ich mag das. Zwischendurch mal so einen Kirschbaum zu sehen, ist ganz schön. Na, wer hat denn da wieder das Unkraut hingemacht? So, irgendwo hier sollte die Annette ja sein. Gerade haben wir sie zumindest gesehen. Nein, 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 aber nicht wieder ärgern. Hast du dir jetzt was Neues angezogen? Ist das nicht das gleiche wie gerade? Wenn das nicht Redmaker ist, wohin des Weges an einen so lausigen Tag? Tagen wie diesen bleibt man am besten zu Hause und geht die Dinge langsam an. Ja, passt ja, dass du wie die Linda redest, weil für die hätte ich nämlich gerne was geholt. Tada! Hier bitte, der Terminplaner. Passt gut darauf auf. Und richte Linda fürs Ausleihen meinen Dank aus. Na klar. Das machen wir. Viel Glück, Redmaker. Du wirst sicher dein Bestes geben. Ja. Auch das hat die Linda bereits gesagt. Sita, wie geht's dir so? Mann, du flitzt heute wirklich hin und her. Für diesen Regen solltest du jetzt besser langsam angehen. Meinst du? Ach komm, wir fragen dich auch mal. Ja, perfektes Timing. Ich suche gerade jemanden, der mir einen Gefallen tun kann. Tano hat schon seit Ewigkeiten mein Taschentuch. Hoffentlich nicht benutzt. Bestimmt hat Tano das total vergessen. Zumindest haben meine Winke mit den Zaunpfeilen nicht geholfen. Dabei waren es eher Laternen als Zaunpfähle. Ich frage nun gern, aber kannst du es vielleicht von Tano zurückholen? Na klar. Na klar. Wir machen hier heute den Servicetag. Sonst ist ja nichts viel los hier, denke ich mal. So, ich spurte mal hier lang. Dann gehen wir jetzt einmal den Weg oben lang, würde ich sagen. Wo dir gilt. Hier sage ich gleich irgendwann Hallo. So, warum laufe ich überhaupt so weit runter? Ach, damit ich Fossilien finde. Okay. Na gut, da hat mich ja mein eigenes Gespür hier super irgendwo hingeführt. Als wenn. Haha. Ein Fossil. Wie überraschend. So, Löchlein wieder zumachen. Pam, padam, pam, pam, pam. Padam, pam, pam. Fossil dahin. So. So hoch. Ja, einmal bremsen bitte. Danke. Schönes Geräusch, wenn man bremst, ne? Finde ich super. Kann ich auch stundenlang machen. Gut. Jetzt suchen wir den Tano. Der sollte aber irgendwo da vorne ja sein. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass er weggelaufen ist. Sonst muss ich gleich wieder sehr lange suchen. Tano? Tano? Hallo? Kein Tano. Hier vielleicht irgendwo? Nein. Okay. Vielleicht oben? Auch nicht. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich Mist. Jetzt nicht vielleicht im Haus. Ich schlafe, bitte nicht stören, was? Ernsthaft?
Das Haus von Tano und er schläft. Ja, dann haben wir ein Problem. Dann hoffe ich mal, dass er gegen 10 gleich wach wird. So lange sind wir ja mit Sicherheit noch da. So, jetzt geht's aber erstmal eben zu Linda. Linda, meine Liebe, ich habe hier was für dich. Ach, hallo nochmal. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Ja, da habe ich nämlich was für dich. Bitteschön. Wahnsinn, du hast tatsächlich meinen Terminplaner wiedergefunden. Ich bin so froh, dass ich dich darum gebeten habe. Ich habe hier ein kleines Dankeschön für dich. Jetzt ist Briefpapier. Ah, oh, das ist aber lieb. Immer her damit. Du hast so viel für mich getan. Naja, nicht übertreiben. Wetmaker, ich kann dir gar nicht genug danken. Ah. Oh. Oh Mann, wie die sich immer freuen hier. So, ich laufe mal einmal hier rum, ob hier irgendwo was ist. Offensichtlich nicht. Ach, der Bill. Na, was flötest du denn hier rum? Hey, was geht? Moin, moin. Du stehst gerne früh auf, nicht wahr? Es kümmert dich nicht im geringsten, dass es in Strömen regnet? Nö, so gar nicht. Sag mal, Redmaker, was gibt's Neues? Was ist denn so los bei dir? Redmaker, hast du schon mal etwas über das Möbelgeschäft vom rasenden Rainer gehört? Falls nicht, musst du dich vorsehen. Ich hatte kein Geld bei mir, also hatte dieser fiese Gauner keine Chance, mich auszunehmen. Wusstest du, dass du das meiste auch in Toms Laden finden kannst und dass du einen Bruchteil des Preises? Er hat aber hin und wieder seltene Möbel auf Lager. Ich hasse diesen Typen. Ach Mann, so viel Hass. Lass ihn das doch ruhig machen. Du musst ja da nicht kaufen. Also, denke ich zumindest, dass du das nicht musst. Oh. Wo ist das? Ich höre hier schon wieder so ein Dingens. So eine, ne? Ihr wisst schon. Tja, jetzt bleibt wieder die Frage, wo ist sie denn? Geh mal dem Ton gerade nach. Sollte hier irgendwo sein. Nicht, dass ich jetzt gleich die Blumen ausgrabe. Aha. Aha. Hab dich erwischt. Bleibst du wohl hier? Bei einem Maulwurfsbrille gefangen. Ob sie wohl das Licht scheut? Na, wer weiß. So, machen wir das mal eben wieder zu. Ich kann ja mal Spaß aber fragen, ob der Julian immer noch einen Insekt sucht. Gestern wollte er ja. Mit ein bisschen Glück möchte er immer noch. Und dann können wir den Auftrag von gestern tatsächlich noch erledigen. Das wäre ja mal cool. So, ich gehe mal hier am Strand eben lang. Wer weiß, ist ja wieder früh morgens. Vielleicht wird ja wieder jemand angespült, ne? Scheint nämlich eher auch morgens der Fall dann zu sein, habe ich das Gefühl. Also, meine ich zumindest mich auch daran erinnern zu können, dass das, wenn, dann eher morgens der Fall ist. Ach, na siehst du an. Geht doch. Tja, gut, lieber. Aufwachen. Oh, das ging aber schnell, Leute. Danke, Kumpel. Du hast mir aus der Patsche geholfen. Meine Schiffskameraden haben sich über mich lustig gemacht und da haben wir gekämpft und ich habe sie ihnen gezeigt. Sie haben mich in eine Ecke gedrängt und ich saß in einer Falle ohne Ausweg. Es gab nur eine Möglichkeit. Ich sprang über Bord in den Ozean. Das Problem ist, ich kann nicht schwimmen. Ich hab's verlernt. Hier bin ich also. Ja, meine Schiffskameraden sind gut Kumpels, aber sie sind auch raue Kerle. Oh, tut mir leid. Jetzt habe ich aber drauf losgeplappert, nicht wahr? Ich habe letzte Nacht wohl zu lange Videospiel gespielt. Ich meine, gegen meine Kameraden gekämpft. Ja, ja, schon klar. Schon klar, mein lieber Gulliver. Mal sehen, ich habe hier sicherlich etwas, das... Ah, ich habe genau das Richtige für dich. Ich habe das Ding, einen schäbigen Häkler, Händler in einer weit entfernten Hafenstadt abgeknüpft. Genau, ein Häkler. Der häkelt immer den ganzen Tag. Seltene Dinge, die wir dann bekommen als Geschenk. Das ist so eine gehäkelte Klorolle, pass auf, das wäre es jetzt noch. Mein Herzen lastet der Stein der Rastlosigkeit. Ich weiß nie, wo es mich als nächstes hin verschlägt, ja. Leider sagt er da jetzt immer das Gleiche. Ja. Wenn sie dich am Hauptmast festbinden, genau. Naja, warten wir es ab, Gulliver. Und solltest du hier doch öfter angespült werden, macht das auch nichts, weil wir kriegen nämlich jedes Mal was Schönes dafür. Da bin ich ja der Letzte, der sich beschwert. So, das war der Schachtisch, den wir gekauft haben. Was ist das? Oh, eine Freiheitsstatue. Das ist ja sexy. Habe ich die nicht mal den einen Tag gezeigt, wo wir in meiner alten Stadt waren? Ich meine schon, ne? Die hatte ich doch im Keller stehen. Hey, die Tamara. Hallo. Och, es ist Redmaker. Guten Morgen.
Heute regnet es wie verrückt, also bleibe ich vielleicht bis zum Mittag im Bett. Ja, den Plan hatte jemand anders schon und hat ihn auch nicht durchgezogen. Was gibt's denn so Neues bei dir? Hey, möchtest du dein Glück probieren? Es ist ganz einfach. Ich gebe dir ein Outfit, Briefpapier oder eine Frucht für deine Maulwurfsgrille. Nach dem Tausch ist der Handel abgeschlossen. Es gibt kein Zurück. Was meinst du? Bist du dabei? Ja doch, das mache ich jetzt. Toll, du liebst wohl das Risiko. Also, ich nehme mir jetzt deine Maulwurfsgrille. Ja, bitteschön. Du bekommst dafür ein Ausflugsoutfit. Mist, keine Frucht. Ich hatte ja noch ein wenig Hoffnung. Was meinst du? Findest du es gut? War das nicht ein lustiges Spiel? Ja. Japp, das war's. Naja, ich kann da immer nicht widerstehen. Ich bin einfach heiß auf die ganzen Früchte. Und da ich sie ja anderweitig nicht bekomme, habe ich ja nicht die große Wahl, ne? Guten Morgen, Redmaker. Es wäre wahrscheinlich langweilig, wenn es immer schön draußen wäre. Da ist was dran. Dann ist Regen ab und zu gar nicht mal so schlecht. Gut, was gibt's? Was denn so jobmäßig? Ja. Guck mal. Mist, hätte ich die jetzt nicht abgegeben. Ach ja, du möchtest einen Insekt haben, ne? Der keine Insekten anfangen kann. Ja, genau. Das hatten wir ja gestern schon. Dann kannst du meinen Insekt fangen. Dann kann ich ihm sagen, dass ich das gefangen habe und ihn damit etwas besänftigen. Komm schon. Hilf ein Tier aus der Klemme, ja. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, leider wieder suchen, ne? Weil bei dem Wetter... graben wir mal eben das Fossil noch aus. Ne? Wegen dem Wetter natürlich, genau. Der Satz macht jetzt ganz viel Sinn. Ja, Fossil, her damit. Ja, jetzt kann ich hier theoretisch durch die ganze Stadt latschen und hoffen, dass ich nochmal irgendwo das Geräusch höre von dieser Maulwurfsgrille. Ich weiß gar nicht, ob ihr das dann immer so im Video hören könnt. Ich habe ja den Sound vom Spiel habe ich aber Animal Crossing relativ leise. Weil ja eigentlich da so nichts, naja, ich sag mal, nichts Wichtiges passiert. Insofern. Okay, jetzt haben wir 10 Uhr. Ach ja, genau. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück und gucken nochmal bei Tano rum. Ob der dann jetzt wach ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da machen sollten. Ich weiß nur noch, irgendwas sollen wir abholen. Der Toni. Jetzt noch irgendwo eine Maulwurfsgrille finden. Das könnte interessant werden. Da ist die Biggie wieder. Aber die Biggie lasse ich einfach mal Biggie sein. Aber ich höre hier nirgendwo was. Das wird jetzt echt ein bisschen ätzend. Also da muss ich jetzt viel Glück haben, dass ich nochmal irgendwo eine finde. Ich weiß auch gar nicht, wie häufig man die finden kann. Ob da so ein, zwei Mal in der Stadt gleichzeitig sind. Ich habe echt keine Ahnung. Naja. Das habe ich jetzt davon, von meinem Tauschgeschäft, ne? Schön blöd. Was habe ich denn überhaupt gerade alles im Inventar? Ah, da könnte ich ja fast schon wieder Sachen verkaufen gehen, ne? Könnte ich ja, fast. Mann, kann ich nicht einfach irgendwo noch eine Maulwurfsgrille eben finden? Oder irgendwas auf einer Blume sitzen oder so an Insekten? Das wäre auch super. So, du schläfst immer noch, oder? Oh, tust du nicht mehr? Ich kann reingehen. Ah, das ist ja super. Das ist ja fantastisch. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Ja, du hast ja eine Bude. Hey, Redmaker, du siehst aus wie jemand, der gerne ausgeht. Ja, oder bei dir ins Haus reingeht. Ich würde gerne was holen bei dir. Oh, hoppla, gibst du sicher das Taschentuch zurück? Hier ist es. Herzlichen Dank. Na klar. Hast du da ein Piranha hinten im Aquarium? Ja, ne? Cool. Okay, mehr habe ich nicht zu sagen. Jetzt mach hinne. Na gut, bin schon weg. Ich will dich ja nicht stören, du bist ja gerade erst aufgestanden wieder. Ich weiß ja nicht, ob du so ein Morgenmuffel bist. Ach ja, wie ätzend. Ich würde Julian gerne helfen. Aber Insekten bei dem Wetter sind Mangelware. Das ist natürlich nicht gerade hilfreich, ne? Wir brauchen viel mehr Blumen. Ich glaube, dann würde sich die Chance auch ein bisschen erhöhen, da mal eine Schnecke oder sonst was zu finden. Wenn es überhaupt eine gibt. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher, ob es die hier in dem Teil auch schon gab.
wandle jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend in der Hoffnung, irgendwo nochmal so eine Maulwurfsgrille zu hören. Aber ich glaube, da werde ich wahrscheinlich eher Pech haben. So häufig sind die Tierchen ja leider nicht. Ich spurte jetzt einfach mal hier einmal die Stadt so ein bisschen ab. Ach, okay. Was versteckst du dich denn da zwischen den Bäumen? Ach, Monique ist auch da. Ach, naja, wo ich die Schaufel gerade in der Hand habe, nehmen wir das einmal mit. Ist auch gut. Ein Fossil, yay. Ja, damit. Habe ich einen Schaden oder höre ich einen? Jetzt muss ich mal eben kurz aufmerksam lauschen. Irgendwo höre ich hier irgendwas. Aber wo und was? Ich höre hier definitiv irgendein Geräusch, aber ich weiß nicht, ob es eine Maulwurfsgrille ist. Das ist jetzt schön blöd, ey. Huh, da wollte ich nicht hin. Lass mich da hochgehen. Ich kann das gerade nicht so ganz ausmachen, ob das mehr links, mehr rechts ist. Darauf möchte ich nicht. Da auch nicht. Ach, das ist total ätzend. Wo ist denn das Tierchen? Komm her. Komm schon, ich will dich jetzt finden und ausgraben und dann will ich dich fangen und dann freut sich der Julian. Das wäre total toll, wenn das klappen würde. Ich fühle mich gerade echt hart getrollt. Ja, da kann ich ja nicht graben, da kann sie nicht sein. Links, rechts, wo ist das? Mann! Ich kann es nicht richtig hören, das ist echt ätzend. Ich höre nur leise das Geräusch irgendwo. Aber... jetzt höre ich es leise links. Oder ich habe einen totalen Schaden, das kann natürlich auch sein. Gut, da war es nicht. Da auch nicht. Mein Gott, ich kann da so nah dran graben. Da offensichtlich nicht. Da nicht. Mann, wo ist es denn? Mehr, du Mistviech. Hier oben wird es auch leiser, oder? Boah, da geht's ja doof bei. Vielleicht? Nein, jetzt ist es fast weg. Das verarscht mich. Ich habe keine Ahnung, wo es hier sein soll. Jetzt ist es auf jeden Fall irgendwo rechts. Jetzt höre ich es aber wieder mehr links. Mann, was ist denn das für ein trolliges Tierchen? Oh, da es lauter wird, habe ich es anscheinend ausgegraben. Aber ich kann nicht sehen. Aber ich habe es gefangen. Oh mein Gott, Wahnsinn. Eine Maulwurfsgrille, yay. Wow, dass ich die jetzt überhaupt gefangen habe, das erstaunt mich selber. So, das Loch wieder zugraben. Mann, dann habe ich es aber doch richtig gehört. Ich habe schon gedacht, ich spinne hier. So, genau. Fossilien tue ich mal eben noch weg. Ich kann eigentlich mal noch einen Stapel Briefe fertig machen, ne? So, machen wir das mal eben. Was ist das für ein Briefpapier? Mystikpapier. Sieht auch interessant aus. Und einmal den noch. Und noch einen, bitte. So, jetzt haben wir ganz viele Fossilien. Ich glaube, da schicke ich aber mal nur 3 Stück von weg heute. Ne, mehr kommen ja eh nicht an. So, dann spurten wir jetzt mal hier durch die Gegend. Wir müssen gleich sowieso noch die Siedler suchen. Das wird wieder ein Spaß. Hoffentlich ist die nicht zu weit weggelaufen. Nee, Tamara. Suche ich nicht. Ihr wollt mich doch veralbern, oder? Ich höre schon wieder eine. Irgendwo hier ist auch eine. Naja, egal. So, jetzt haben wir aber eine gefangen. Also, Julian, hallo.
Guten Morgen. Sieht so aus, als ob du nass werden würdest. Ja, das kann sein. Also, was willst du? Guck mal, ich habe was für dich. Eine Maulwurfsgrille. War ein ganz schöner Akt, die zu fangen. Du hast mir wirklich eine Maulwurfsgrille gefangen? Ah, ich bin so glücklich. Ich möchte dir etwas für deine Mühen schenken. Hast du eventuell Interesse an diesem Miniaturwaggon? Okay. Das ist allerdings kein nobles Möbelstück, nicht? Klingt aber cool. Wer da das sieht, wird er denken, dass ich total cool bin. Danke. Ja, immer gerne, mein Lieber, immer gerne. Die Fall war mich echt, da habe ich auch wieder einer gehört, ganz leise irgendwo. Naja, egal, so. Job erledigt. Jetzt müssen wir die Sita suchen. Ich weiß nicht, ob die noch hier vorne irgendwo ist. Und da höre ich auch eine Maulwurfsgrille. Ihr verarscht mich doch jetzt, oder? Ich bilde mir das auch nicht ein. Ganz leise im Hintergrund. Ja, da ist sie nicht. Das habe ich schon befürchtet. Jetzt ist wieder die spannende Frage, wo ist sie denn hingelaufen? Das ist ja immer ein Spaß. Man weiß ja auch nicht, wo sie dann hin sind. Hallo Birgit, warst du nicht gerade schon draußen? Naja, egal. Egal, egal, egal. So, schauen wir mal. Ich laufe jetzt mal eben einfach zu ihrem Haus. Gucken wir mal, ob sie da ist. Dam, da, dam, da, dam. Einmal da lang. Nicht gegen das Schild laufen, auch nicht gegen den Zaun. So, Sita, du bist nicht zufällig irgendwo hier, oder? Ach, Mist, bin gerade nicht da. Ja, das kann ja ein Spaß werden. Ach, das ist ja mein liebstes Hobby, Tiere suchen. Ja, dieser Part wird wieder ein bisschen länger, fürchte ich. Naja, so ist das halt, nicht mehr zu ich. Normalerweise hört man aber irgendwo Schritte, wenn irgendwo einer rumläuft. Nee, Biggie, dich suche ich nicht. Oh, Unkraut, natürlich weg damit. Unsere Stadt soll schöner werden. Ja. Die kann jetzt natürlich überall sein, ne? Das ist natürlich total hilfreich. Ach, was ein Mist. Tja, da bleibt mir jetzt nicht viel außer rumzurennen und zu suchen, leider. Gut, hier unten bei Julian war sie gerade nicht. Da wird sie jetzt wohl nicht sein. Ich laufe mal eben hier lang. Ich renne mal einfach auch gerade durch, ne? Ich denke mal, das nimmt ihr mir jetzt nicht übel, weil ich will nur die Siedler finden. Hier vielleicht? Ich weiß nicht, ob ich da gerade geguckt habe. Ich glaube aber nicht. Keine Sieger. Offensichtlich nicht. Schwimmen geht ja nicht. Dumm, ups. Ich bin beinahe vor die Kante gerannt. Hier vielleicht? Nein. Nein, auch nicht. Dann hier irgendwo. Huch. Da bleibt er einfach an der Kante hängen. Sita, wo bist du? Da ist Bill. Ach, da ist Sita. Hallo, dich suche ich doch. Moin, moin. Was ist los? Da, guck mal, ich hab was für dich. Dein, ach ja, Taschentuch. Ja, du hast es geschafft. Ich dachte, ich würde mein Taschentuch nie mehr wiedersehen. Ach, ich hatte die Hoffnung wirklich aufgegeben, es wiederzusehen. Ich bin so froh, dass du zur Stelle warst. Vielen herzlichen Dank. Hier hast du schönes Briefpapier. Ah, vielen Dank. Können wir immer gebrauchen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde dich auch das nächste Mal wieder fragen, wenn ich Hilfe brauche. Klar, gerne, mach das. So, dann würde ich aber sagen, nachdem wir erfolgreich die Siedler gefunden haben, spurte ich jetzt mal nach Hause. Und dann mache ich an der Stelle erstmal Schluss für heute. Ich bin gerade ein bisschen stolz darauf, dass wir den Julian noch glücklich machen konnten. Finde ich super. Auch wenn die ganze Umgrabeaktion einen kleinen Moment gedauert hat. Ja, dann wie gesagt, Mai an der Stelle Feierabend. Wir gucken mal, was es hier morgen so Feines zu machen gibt. Und ja, dann würde ich sagen, ich danke euch schon mal fürs Reinschauen. Ne? Hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Dann heißt es nämlich wieder eine neue Folge Animal Crossing. Und ja, dann sage ich einfach mal, bis dann.